Ein letztes Mal in dieser sehr komprimierten Saison, glaube ich, kann man ruhig sagen, Herr Didi. Ein herzliches Willkommen und herzliches Grüß Gott von mir im Namen des SK Rapid. Das erste Mal seit langer Zeit wieder in einem echten Pressekonferenzraum. Didi, herzliche Gratulation dir und der Mannschaft. Zum zweiten Mal hintereinander zweiter Platz. Souveräner Sieg in der letzten Runde. Ein Resümee von dir, wenn ich bitten darf. Die Kollegen haben die Interviews, die du jetzt auf Sky gegeben hast, noch nicht gesehen. Daher musst du dich wahrscheinlich das ein oder andere Mal heute wiederholen. Anders sagen, das Spiel heute war so, dass man eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute sehr konsequent in allen Aktionen, wollte ich immer sagen, was gewusst, dass es wieder ein enges Spiel werden kann, aber wir haben wirklich sehr wenig zulassen, wenn man den einen Lobbeschuss da vom Renner vielleicht sieht, war das sehr gut verteidigt, aber auch nach vorne hätte man sich mit der ersten Mal schon leicht machen können, wenn man die Großchance da reingehauen hätten und dann zweite Halbzeit natürlich kurz nach der Pause, wenn du das einzeln machst, auf einmal dann hat sie sich schon in unsere Richtung gedreht, wobei ich glaube, dass der Sieg völlig verdünnt ist und ist ein schöner Abschluss in dieser Saison. Platz 2 wieder und den, was wir ja machen mussten und den haben wir auch verdient geschafft und ich glaube, dass wir auch die zweitbeste Mannschaft waren in dieser Saison und deshalb muss ich ein Riesenlob an die Mannschaft aussprechen. Dankeschön. Bitte, Herr Hackl, es kommt ein Mikrofon überraschenderweise, das hat sich nicht geändert. Ich gehe jetzt natürlich weiter, aber wie viel Wehmut war da heute ein bisschen dabei? Ich meine, es war wieder Stimmung, es war irgendwie schon ganz was anderes. Irgendwie schade, dass jetzt vorbei ist. Nicht? Dann am Schluss verabschiedet man einen Lubicic, ist das, oder ist halt so das Geschäft? Das ist das Geschäft, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, aber es wird wieder so sein, dass das jetzt zumindest, wenn ich jetzt an die Zuschauer denke, das ist halt schon eine unglaublich schöne Geschichte, wenn man zwar jetzt nur 3.000 gehabt haben und trotzdem 3.000 Zuschauer sind in anderen Stadien 15.000. Also da merkst du schon, dass alle ausgehungert sind, dass man dann eine Freude machen kann. Das ist umso schöner und ich freue mich wirklich nächste Saison schon auf die Spiele, wo wieder mehr Zuschauer sein können, weil das einfach für mich das Salz in der Suppe ist. Danke. Nachfrage, Christian, dann kommt das Mikrofon sofort nochmal. Ne? Dann gerne ja, jemand anderer. Alex Huber, bitte zwei Reihen weiter vorne, Kurier. Gratulation zu Platz 2. Jetzt gibt es einen doch, glaube ich, mehr als verdienten Urlaub. Hast du trotzdem schon ein bisschen geschaut? Die Champions League-Quali geht extrem früh los. Müsst ihr da jetzt auch den Trainingsplan vielleicht irgendwie ein bisschen umstellen oder ist es einfach wichtiger, dass alle mal eine Zeit lang einfach runterkommen? Also ich glaube, wenn man 2 Jahre lang so viel Fußball spielt, so viele Matches gehabt hat wie wir, dann glaube ich wohl, dass Fußball jetzt so weit weg muss von den Schädeln, dass alles, was rund ist, soll uns nicht berühren. Und das wird wichtig sein. Und das meine ich so, wie ich sage, also ich will jetzt auch keine Kugel mehr sehen. Und ich hoffe, dass die Spieler genauso sind, dass sie den Ball jetzt meiden und einfach die Batterien aufladen können, weil es immer sehr stressig ist. Naja, die musst du ja auch ausschneiden, oder? Oder ist es du so, wie es das kriegst? Ja, also, wer es nicht gehört hat, es geht um Wassermelonen. Vielleicht können wir, vielleicht ja, dürfen wir mal. Aber du isst es aber schon in Schein, Muffi. Oder beißt du eine in die Runde? Okay. Also, wie der Alex Huber kennt, hat er jetzt wahrscheinlich keine Frage zu Wassermelonen, nur mehr zu Fußball, oder? Ja, ich würde um einen Vergleich bitten, wenn das emotional möglich ist. Die letzte Saison war ja sehr eigenartig mit der Corona-Pause und dann war es extrem stressig. Und du hast damals auch gesagt, das war sehr, sehr intensiv. Jetzt war es eigentlich das ganze Jahr intensiv, aber man hat es vielleicht eher sich ein bisschen darauf vorbereiten können. War es in deinem Trainerleben die anstrengendste Saison oder ist es vielleicht im Vergleich jetzt, wenn man schon weiß, was kommt, gar nicht so schlimm wie letztes Jahr, wo ja alles möglich war bis zum Abbruch? Ja, letztes war es anders. In dieser Saison hast du gewusst, dass es ja weitergespielt und trotzdem, es ist immer lustig oder leicht zu reden, wenn du nicht diese Belastung hast. Es ist schon eine sehr hohe Belastung für die gesamte Liga, muss ich sagen. Diese vielen Spiele, was man da hat, in kurzer Zeit und deshalb haben es wir einfach am besten gemacht von den Mannschaften, die nach Salzburg sind. Und habe ich auch das Glück gehabt, aber das ist glaube ich bei vielen Mannschaften so gewesen, dass sie natürlich auch wenig Corona-Infizierte gehabt haben, weil das hätte die Mannschaft auch ein bisschen verändern können, das darf ich ja nicht vergessen. Also da muss ich auch der Mannschaft auch Lob sprechen, weil sie sehr diszipliniert waren,
dass da nicht grundsätzlich passiert ist, muss man mal sagen. Aber du wünschst als Trainer generell eine strukturierte Meisterschaft, ja. Und hoffen wir, dass es nächstes Jahr so ist, dass wir einfach wieder unter normalen Voraussetzungen Fußball spielen können, mit Zuschauern und was alles dazugehört, weil das ist, glaube ich, das, was dem Fußball jetzt in den letzten 14 Monaten gefehlt hat. Und trotzdem haben auch wir das sehr gut angenommen. Die Burschen haben das echt gut weggesteckt, haben das wirklich, diese Situation angenommen und ist auch nicht selbstverständlich. Das hat keinen zum Interessieren. Also ich glaube, ich rede von der Mannschaft, das ist wichtiger, wie es am Trainer geht. Das ist mittlerweile wurscht. Und deshalb ist es wichtiger, wie es der Mannschaft geht. Und Trainer sind übrigens auch Menschen, aber es ist gleich, wie es mir geht. Wir hoffen natürlich schon gut, aber der Christian Hackl hat eine Frage. Jetzt hat natürlich Corona geht in irgendeiner Form weiter, ganz einfach, weil die finanziellen Möglichkeiten natürlich anders sind. Es ist jetzt so, oft kann sich ein Trainer wünschen, bitte den müssen wir unbedingt verlängern, den müssen wir, glaubst du, fällt das auch jetzt ein bisschen weg? Ich meine, es gibt schon zwei neue, dass du ganz einfach jetzt auch nur, du zwar keinen Ball angreifen wirst, aber auch nur zuschauen kannst, ganz einfach. Es laufen doch einige Verträge aus und es ist jetzt. Da bin ich wieder unter falscher Ansprechpartner. Der Club weiß, was ich will, ja. was jeder Trainer gerne haben will und deshalb musst du im Zuge darüber sprechen, weil ich der falsche Ansprechpartner bin. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen an den Trainer, bevor er dann in den hochwohlverdienten Urlaub gehen darf? Wenn nicht, dann Trainer, alles Gute nochmal, Gratulation und schönen Urlaub und ja, wir hören uns immer öfter.